Hallo und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter Online. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play in das Kaninchen. Und lang, lang ist es her, dass wir uns mit den Kampagnen beschäftigt hatten. Wir hatten Charada angefangen, aber das Modul mit dem Level, mit der Levelerhöhung kam dazwischen. Dann kam viel Zeit mit Motivationsdown und das Neue. Und jetzt kam Underdark und ganz, ganz viel. Und jedenfalls viele, viele Ausreden. Jetzt geht es aber endlich weiter mit den Kampagnen. Charada steht immer noch an. Wir hatten uns die wöchentliche Quest, den Magierhort, angeschaut und wir hatten uns die drei Gebiete angeschaut, die man in dieser unglaublich schön gestalteten Karte hier, ja, begehen und befreien kann oder jedenfalls unterstützen kann. Und ich finde immer noch, dass diese Karte, allein schon hier Neu-Charada, so unglaublich toll aussieht, dort hinten mit den, mit diesen Festungen oder mit diesen Zitadellen oder Villen oder was auch immer das ist, man weiß es ja nicht genau, in den riesigen Bäumen, das ist so unglaublich schön. Und ich habe mich deswegen auch hier natürlich entsprechend ausgestattet mit meinem absoluten Lieblingsreittier, was es überhaupt in Neverwinter gibt. Der Hirsch, der ist so unglaublich toll, auch wenn es einen Reitstrauß gibt, der auch ziemlich cool ist. Also es ist kein Strauß, aber es für mich ist ein Reitstrauß. Und ich selbst bin auch hier entsprechend jetzt weltlich oder, ja, nicht weltlich mit E, sondern mit Ä gekleidet mit einem eigenen Geweih in grün und ich habe mein kleines Rekit-Flöckchen auch dabei, damit es passt. Na, ja, musste es niesen. Ist fast umgefallen. So. Und lange Rede, kurzer Sinn, beziehungsweise gar keinen Sinn. Was steht noch an? Es steht das Gefecht Meister der Jagd heute an. Es gibt noch das Gefecht und das Gewölbe. Heute gucken wir uns das Gefecht Meister der Jagd an. Ich werde es zweimal betreten. Das erste Mal werde ich erklären und durchlesen. Wir werden also vorlesen, was wir tun müssen. Denn logischerweise, die meisten Leute wissen, was sie tun müssen, laufen dementsprechend gleich los und lesen sich das nicht nochmal durch. Und deswegen würden wir ja was verpassen. Und das wollen wir nicht. Also werde ich es einfach zweimal betreten. So, und dies ist das Gebiet der Meister der Jagd. Und wir werden jetzt erst einmal hier mit Serandas Greenward reden. Der Wahnsinn beginnt mit jedem Jägermund von Neuem. Und hören, was hier überhaupt los ist. Hin und wieder erscheint der Meister der Jagd, ein großer Firboldjäger, in der Nähe von Charada auf der Suche nach würdiger Beute. Er liebt es, die Fomora zu jagen, was für uns gewöhnlich, was wir gewöhnlich schätzen, doch seine Hunde bringen nur Verwüstung. Sie treiben Malaboks Armee Richtung Neu-Charada. Das darauffolgende Chaos macht es fast unmöglich, die Siedlung zu beschützen. Deshalb suchen wir Helden, die, wenn der Meister der Jagd auftaucht, ihn zurückdrängen und seine Jagd beenden. Was müssen wir dafür tun? Die wilden Jagdhunde sind ein echtes Problem. Ihr werdet einige Hürden überwinden und die Hunde und Dunkelfeen töten müssen, die sie jagen. Wenn ihr genügend Hunde beseitigt habt, wird euch der Meister der Jagd persönlich gegenübertreten wollen. Seid vorsichtig, denn er ist ein mächtiger Jäger, der sich den ein oder anderen von Malaboks Kriegern verzaubert hat, der sich Herr, um sie seinen Willen zu unterwerfen. Und ja, das ist unsere Aufgabe. Und das werden wir gleich mal tun. Wir können sogar gleich weiterlaufen, denn hier herrscht arges, reges Chaos. Wir können das in einem Rutsch machen. Ich muss nämlich gucken. Ich werde mal gucken, wie sich das hier entwickelt. Ob ich weiter auf Schaden bleiben kann. Wir haben einen Paladin und drei Damage-Dealer. Ich glaube, da kann ich ohne Probleme ein bisschen auf Heilung gehen. Ach, ich gehe einfach komplett auf Heilung. Ich bin ein Kleriker. Oh mein Gott. Und wenn ich das sehe, dass da schon drei Leute auf dem Boden lagen und den Debuff haben, kann es auch nicht schaden, ein bisschen mehr auf Heilung zu gehen. Man muss auch dazu sagen, dass dieses Gefecht ist nicht ohne. Das darf man nicht unterschätzen. Meister der Jagd ist sehr, sehr böse. Es kommen teilweise sehr, sehr viele Gegner auf einem Mal, die sehr viele Zonen erzeugen können und deswegen... Ich habe das ein oder andere Mal auch schon erlebt, dass wir an dieser Stelle, an dieser ersten Ebene nicht vorbeigekommen sind. Jetzt haben wir es geschafft. Wir können zur zweiten Lichtung gehen. Wir haben genügend von den Hunden und Jagdobjekten besiegen können. Und ich weiß nicht, bisher, ich bin am überlegen, ob ich wirklich auf Heilung gehen soll, denn bisher sieht es nicht aus. Ich weiß nicht, woher diese drei Debuffs gerade kommen. Bei den
Na gut, da kam gerade ein bisschen Schaden durch. Was man hier nämlich arg nicht unterschätzen darf, ist auch, dass die mit einem Mal sehr, sehr viel Schaden drücken können. Und wenn ihr also das selbst macht, achtet darauf. Wenn ihr nämlich nicht gut ausgerüstet seid, pflücken die einen einfach hier auseinander. Gerade der Endboss, gerade der Endkampf kann sehr, sehr schnell mal nach hinten losgehen. Ich habe das Gefühl, wir sind ja auch nur zu viert. Wo ist denn der fünfte? Ach, da steht einer. Den habe ich nicht gesehen, der stand da versteckt. Und da sehen wir jetzt, wir müssen die Feyhunde, aber da hinten kommen sie gerade, die Feyhunde. Diese lilanen, diese lila leuchtenden, die lila Launebären. Die ganzen grünen Zahlen, die ich da so aufploppen sehe, sagen mir doch, dass es ganz gut ist, wenn ich auf Heilung bleibe. Ach, lass mich da hoch. Deswegen buffe ich auch noch ein bisschen. Ich habe mich jetzt letztens beim Weihnachtsevent ein bisschen umgeskillt und bin jetzt noch mehr hybrid. Ich kann jetzt wechseln zwischen, also kann jetzt auch noch ein bisschen buffen, wie ihr seht, mit dem Geschenk der Hast, womit die Aktionspunkte schneller aufgeladen werden. So, stört mich nicht. Doch, das tun wir. Und wir stören nämlich, wie wir sehen, sind hier wilde Jagdhühner. Und da muss man ganz doll aufpassen. Wilde Jagdhühner können sehr, sehr gefährlich werden. Die können einem ganz, ganz schnell das Auge auspicken. Und ihr seht auch, dass die Gegner von den wilden Jagdhühnern eingekesselt sind. Sie trauen sich, diese Gegner trauen sich nicht an die wilden Jagdhühner ran, die hier auch überall sind. Oh, ich muss mal gerade ein bisschen heilen. Da hinten stehen auch schon wieder welche und diese wilden Jagdhühner halten die Gegner alle in Schach. Das muss man sich mal überlegen, wie mächtig dann wohl diese wilden Jagdhühner sind. Das kann also sehr, wenn man sich mit denen anlegt, sehr, sehr schnell ins Auge gehen. Oh, war der schlecht. So, abseits der schlechten Sprüche. Wir müssen hier 3 Hexen erledigen und 6 Feyhunde kämpfen. Da geht eine weitere der Hexe down. 2 Hunde kommen. Und ich habe das Gefühl, dass ich wirklich wenigstens einen einen weiteren Schadenzauber in die Skill in die Tasche packen kann. Bastion der Heilung dürfte wohl ausreichen. So, danke ihr wilden Jagdhühner, ihr dürft jetzt gehen. Wir übernehmen an dieser Stelle. Ihr könnt euch dann dem widmen, eurer normalen Jagd. Nach Beute, nach den Tieren, die ihr so in freier Wildbahn jagt. So. Da kommen die Hunde. Und auch dieser Abschnitt ist geschafft. Wir müssen jetzt nur noch, in Anführungszeichen, die Feyhunde in der vierten Lichtung besiegen. Und ihr seht, das werden auch immer mehr. Es werden immer mehr Feyhunde, die auch gut Bumm machen. Können. Ich nehme natürlich wieder alles mit. Es ist jetzt recht einfach, weil sie hier noch, also an dieser Stelle jetzt gerade recht einfach, weil sie alleine kommen. Es sind immer nur diese 2 Hunde. Die kann man recht gut einzeln weghauen. Im Endkampf kommt das dann, je nachdem, das muss man mal gucken, das hängt immer ein bisschen von der Geschwindigkeit ab, wie schnell man sich durch den Endgegner durchfräst. Da kann es schon mal mit der Menge der Gegner arge Probleme geben. So, wir haben jetzt nämlich geschafft, die Aufmerksamkeit des Meister der Jagd auf uns zu ziehen. Meister der wilden Jagd. Wir haben so viele Hunde besiegt, dass er sagt, hey, ihr seid eine würdige Beute. Euch hole ich mir.
könnte, sollen wir doch mal gucken, ob wir ihn davon abhalten können und zurückdrängen können. Hallo, mein Freund. Komm mal her, komm mal her. Ich tanke mal ein wenig hier. Naja, ist mir auch egal. Oh Gott. So viel System ist mir egal. Müssen wir mal die Leute... Der Charge-Angriff ist sehr, sehr nervig. Aber unser Paladin übernimmt mal jeglichen Schaden, der so existiert. Das ist ganz nett von ihm. Helfen wir ihm mal ein bisschen bei. Diese Bobble, die, was er jetzt hat, diese tägliche Kraft, ist so unglaublich mächtig. Und so OP. Und theoretisch ist es sogar möglich, wenn ich jetzt meine Skill ein bisschen ändere, dass er die so gut wie permanent hat. Weil er lädt das auf dadurch, dass er Schaden bekommt und Schaden macht. Er kriegt ja die ganze Zeit Schaden von uns. Also jeden Schaden, den wir abbekommen, kriegt er. Und ich kann ja auch noch Aktionspunkte geben. Und nun ja, so. Wir haben den Meister der Jagd besiegen können. Hier sind noch ein paar letzte Gegner. Wir hatten eine sehr, sehr gute Truppe. Sehr mächtige, deswegen gab es wenig Probleme. Aber wie gesagt, wenn ihr das selbst lauft, geht nicht ganz so unbedarft hier durch. Denn ihr wollt an diese Truhe am Ende kommen und die Belohnung abholen. Denn es geht nicht nur darum, dass wir hier die Bösen besiegen, sondern wir wollen auch wissen, was ist hier drinne. Und hier drinne befindet sich heute zufällig ein wenig Rohastral-Diamanten, der Bluthelm der Rotkappen. Dieser Gegenstand kann für jede Klasse vorhanden sein. Also jetzt ist es gerade für altgeborenen Paladin und beschützenden Kämpfer. Diesen gibt's für jede Klasse. Und er wird beim Aufnehmen an den Account gebunden. Ist natürlich nicht ganz so schön. Aber was auch ganz nett ist, sind natürlich die goldenen Halbmonde, die man für den Kampagnenverlauf braucht. Und das nehmen wir natürlich an. Und damit haben wir das Gefecht, den Meister der Jagd, beendet. Wir haben es geschafft, fürs Erste, für jetzt, die Gefahr von Neuscharen da abzuwenden. Aber er wird wiederkommen und das liegt an euch, dass ihr... Von mir aus. Dass ihr ihn daran hindert, Neuscharen da zu besiegen. Ich wünsche euch dabei viel Erfolg und viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaninchen. Tschüss.